In Arlo und Spot geht es um ein unglaubliches Abenteuer der beiden in der Wildnis. Wir müssen nach Hause. Um diese Welt realistisch darzustellen, mussten wir zuerst unser eigenes Abenteuer erleben. Der Film sollte im Wilden Westen der USA spielen. Daher ging unser Team auf eine Entdeckungsreise dorthin. Es war beeindruckend zu sehen, wie mächtig diese Landschaften sind. An so einem Ort fühlt sich selbst ein Dinosaurier klein. Ist mein Zuhause. Wir wollten wissen, wie es sich anfühlt, sich verlaufen zu haben wie Arlo und Spot. Daher ritten wir in den Grand Teton Nationalpark. Einmal fällt Arlo in den Fluss. Daher gingen wir auf eine Rafting-Tour, um zu spüren, was es heißt, vom Wasser mitgerissen zu werden. Dann hüteten wir Rinder auf einer Ranch. In dieser Landschaft wirkt der Himmel unendlich weit. Wir mussten uns überlegen, wie wir Wolken darstellen können. Früher haben wir die Wolken mit der Hand gezeichnet. Sie sahen wunderschön aus, aber wir konnten sie nur schwer in Bewegung setzen. Eine große Aufgabe bei Arlo und Spot war es, einen Weg zu finden, wie sich unsere Wolken bewegen können. Wir wollten, dass man spürt, wie die Natur atmet, dass sie am Leben ist. Und so hatten wir die Idee, alle Wolken in 3D zu erstellen. Wir erarbeiteten ein komplett neues Programm. Die Wolken existieren in 3D in einem freien Raum, so sehen sie realistisch aus. Sie bewegen sich, wenn Wind einsetzt oder ein Sturm aufzieht und verändern sich. Die Landschaften im Film sind unglaublich beeindruckend und schön, da sie von Menschen gestaltet wurden, die mit Herz und Seele dabei waren. Der Film ist visuell das atemberaubendste, was Pixar jemals gemacht hat. Und die Himmel sind das Schönste daran.